Auf die Plätze, fertig. Und los ging es vom Sportplatz in Dreiskirchen auf die Strecke des Dreiskirchen Run. Ob 5 oder 10 Kilometer oder mit Nordic Walking Sticks, alle Läuferinnen und Läufer gaben ihr Bestes. 3, 2, 1, los geht's! Und natürlich dürfen unsere Läufer kräftig angefeuert werden. Auf geht's, Applaus. Es geht in die erste Runde, 5 Kilometer Einzellauf und Mannschaftslauf. Was sind denn heute die Spezialitäten des Dreiskirchen-Run? Ja, wir haben schon die normalen Kategorien, 5 Kilometer, 10 Kilometer laufend und Nordic Walking Gruppe. Und die Spezialität ist, dass wir heute zum ersten Mal bei der Thermentrophy als fixer Startort dabei sind. Das schafft eine gewisse Professionalität da wieder. Und unser Team mit TQS, FCM Dreiskirchen und den Roma Helmut organisieren das eigentlich schon aus Routine heraus. Und da ist alles natürlich vom High-Technik begonnen, was die Laufstreckenmessung anbelangt und die Zeitmessung. Bis hin zur Kulinarik, alles perfekt. 3, 2, 1, los geht's! Wie jedes Jahr versuchen wir, ein Fest für die gesamte Familie zu machen. Das heißt, neben den klassischen Läufen, 5 und 10 Kilometer, sehr viel in die Jugend zu investieren. Wir haben auch heuer wieder mit der Jugend ja, bis zu 300 Teilnehmer, die also hier ja, ihre Laufveranstaltungen machen können. Und wir wollen dann hier wirklich das auch in Zukunft weiterentwickeln. Heuer sind wir das erste Mal bei der Thermentrophy dabei, wo es also hier geht, im Rahmen von 10 Läufen hier auch eine Gesamtwertung zu erreichen. Wie verläuft denn die Strecke? Quer durch das Stadtgebiet, wie immer, sage ich jetzt einmal, hier vom Sportzentrum weg, ja, das ist eine ideale Voraussetzung ja, für den Lauf, vom Sportzentrum weg, quer durch die Stadtgemeinde und wieder retour als 5-Kilometer-Lauf und die 10-Kilometer-Läufer laufen das zweite Mal. Und hier sehen Sie im Freizeitzentrum eben für die Kleinsten und die Kleineren hier eben 1 bis 2 Runden, die zu absolvieren sind. 3, 2, 1, los geht's! Kräftiger Applaus für unseren Nordic Walker. Heuer sind auch Nordic Walker dabei. Ja, die sind schon von Anfang an dabei, die Nordic Walker. Aber heuer ist halt die Zahl ein bisschen weniger wie normal. Ich kann mich erinnern, bei den ersten waren glaube ich 40 oder 50. Ich glaube, der Trendsport dürfte in Abnehmen sein, aber trotzdem 16 Teilnehmer haben wir trotzdem gewinnen können und sind auch mit dieser Zahl zufrieden. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Lauf? Bei den Temperaturen und mit diesem Zusatzgewicht ist es okay. Das Töchterchen ist gleich eingeschlafen. Ja, dann war der Papa wahrscheinlich zu langsam. Und vom Kleinen habe ich immer nur Ätzes bekommen, dass der Papa doch ein bisschen schneller laufen könnte. Aber ich glaube, das Blatt wird sich wenden. In einer halben Stunde geht der Knirpselauf und dann schauen wir mal, wie es dann für ihn ausschaut. Das ist das Schöne, es ist zu einem riesen Event geworden. Und ich denke mir, dieses Riesenevent trägt dazu bei, dass wir die Sportlichkeit unserer Stadt dementsprechend unterstreichen und dass wir hier sehen, dass hier ein buntes Programm abläuft, von Kindern bis zum, sagen wir, Großpapa. Ich habe gesehen, dass es einige Senioren hier gibt, die mitlaufen. Das ist bewundernswert. Bei solchen Temperaturen ist das schon eine schöne Leistung, hier mitzulaufen. Und ich denke mir, das macht den Dreiskirchenrun aus. Warum sollte man laufen, Ihrer Meinung nach? Ja, weil es ein ausgesprochen gesunder Sport ist, nicht teuer, überall machbar. Er hat so viele Vorteile, passt zu jeder anderen Sportart dazu, gibt Kondition, gibt Selbstbewusstsein. Also für mich einmalig. Na, erstens, weil es gesund ist. Man sollte mit dem Laufen, wird man ja fitter und Laufen ist sowieso in jeder Sportart auch vorhanden. Also man sieht ja die... Heuer mit 620 Teilnehmern haben wir ein Rekordergebnis, also es wird auch angenommen in Dreiskirchen. Es ist eine Frage der körperlichen Ertüchtigung, ich laufe selber auch, wenn es die Zeit zulässt. Und das ist natürlich nicht nur den Körper zu bewegen, es hat auch was mit Disziplin zu tun, sich selbst auch zur Bewegung zu motivieren. Und es ist natürlich gesund, was Fitness, was Ruhepuls anbelangt und vieles andere mehr. Also Bewegung generell ist gesund, manche laufen halt lieber, manche dann halt lieber Radl fahren oder machen einen anderen Sport. Aber wichtig, der Appell ist tatsächlich was zu tun, auch wenn jeder Anfang immer schwer ist.